Liebe Extraction Lootshooter Freunde, die News bei den Extraction Lootshootern überschlagen sich momentan, das ist der Wahnsinn. News zu Escape from Tarkov, der angehende Vibe, der Release von Arena Breakout Infinite, Delta Force jetzt in der Alpha, die Neuigkeiten zu Exoborn, was macht Marathon, die News zu Marauders und Lost Light, okay, Lost Light und Marauders haben jetzt nicht unbedingt News am Start, aber alles andere jetzt in der Zusammenfassung. Sehr, sehr schöne Szene und damit fangen wir auch mit unserem klassen Primus momentan. Escape from Tarkov, gar keine Frage. Die Nummer 1 in dem Genre. Und zwar ist es so, dass der Papa der Extraction Loot Shooter schon sehr, sehr lange in der Season ist. Sie nennen es immer Vibes, also der momentane Vibe dauert sehr, sehr lange. Wir sehen hier oben nochmal die Anzeige. Es ist der längste Vibe in der History von Tarkov. Also wir reden hier von 226 Tagen. Am 9. August kam diese Meldung. Und ja, es ist soweit. Es soll nächste Woche möglicherweise der Vibe kommen. Also Nikita, der CEO von BSG, der Entwicklerfirma von Escape from Tarkov, hat gesagt, dass Anfang August gewiped wird. Wir gehen davon aus, dass es dann die nächste Woche soweit sein wird. Warum ist das so interessant? Zum einen kommt da jetzt richtig viel Content wieder rein. Es ist so, dass Tarkov von diesen Vibes lebt. Also zu dem Start einer neuen Season wird der ganze Fortschritt zurückgesetzt. Alle Spieler müssen neu anfangen. Und gerade in dieser Zeit ist ein Riesenhype. Viele, viele neue Spieler kommen dazu, kaufen sich das Spiel. Und so geht das Spiel in einem neuen Zyklus. Die Entwickler machen viel Umsatz und so weiter. So lebt sozusagen Escape from Tarkov, bis es dann zu einem Release kommt. Dann werden wir sehen, wie die Seasons weitergehen. Warum das jetzt besonders interessant ist, weil halt erstmalig auch Konkurrenz am Start ist. Weil es einen gewissen Shitstorm gab, der eigentlich mittlerweile gut gehandelt ist. Ich möchte gar nicht im Detail weiter darauf eingehen. Nur als Hinweis, für 20 Euro kann man momentan die PvE-Version kaufen, also ein Upgrade zum PvE-Spielen. Das war ein Punkt, der ein Riesenproblem gemacht hat in den letzten Monaten. Das ist so einigermaßen geklärt. Trotzdem hat das die ganze Diskussion um dieses Thema einen faden Beigeschmack hinterlassen. Einige Leute sind halt ein bisschen erzürnt. Und deswegen sind wir unglaublich gespannt, wie der Vibe nächste Woche wird. Ich denke, inhaltlich werden wir großartigen Content bekommen. Neue Inhalte, neue Händler, neue Waffen, neue Maps und so weiter und so fort. Das wird wie immer wahrscheinlich fantastisch werden. Die Frage ist aber, wie groß wird der Hype nächste Woche? Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Teil, nämlich Arena Breakout Infinite, der wahrscheinlich momentan größte Konkurrent zu Escape from Tarkov. Komplett kostenlos, Free-to-Play ist das Spiel vor ein paar Wochen in die Alpha, in die Pre-Alpha gegangen und hat gezeigt, dass sie tatsächlich ein gutes Spiel auf die Beine gebracht haben. Wahnsinn eigentlich, was sie hier gezaubert haben. Das Spiel wird Free-to-Play und wird sozusagen ein Hardcore-Extraction-Loot-Shooter, der aber sehr viel Zugänglichkeit bietet. Also sie wollen sozusagen den Spielern den Einstieg in diese Genre erleichtern. Und ja, kommen komplett Free-to-Play, viele Inhalte. Die Frage ist natürlich nach der Monetarisierung, wie sie das bringen. Aber das Spiel läuft richtig gut bereits in der Alpha. Und wir sind alle geschockt gewesen, was da die Entwickler auf die Beine gezaubert haben. Und unter anderem ist da jetzt auch Tencent Games beteiligt. Also Tencent Games ist sozusagen der Publisher von dem Ganzen. Also ein Riesenunternehmen, der weltgrößte Spielefirma. Und ja, da werden wir sehen, wie das Ganze wird. Es geht jetzt nämlich los. Und zwar haben sie einen Release-Termin angekündigt. Es ist soweit. Am 13. August, das ist der Dienstag, da wollen sie in den Release gehen. Also möglicherweise, wenn der Tarkov-Vibe kommt, ein oder zwei Tage vor dem Tarkov-Vibe. Da wird der Release sein für den Early Access. Der Early Access wird nicht auf Steam verfügbar sein. Das ist so ein bisschen eine krasse Einschränkung. Das heißt, dieses Spiel wird wahrscheinlich erstmal nur über den Launcher zu finden sein, was natürlich erstmal weniger Spielerzahlen bedeutet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Hype sich entwickeln wird. Viele Leute sind heiß auf dieses Spiel. Eine konkrete Alternative zu Tarkov für einige, für viele natürlich auch nicht, weil es eben ein bisschen weich gekocht ist an vielen Stellen. Da werden wir sehen. Es gibt noch viele andere Diskussionen um Kopien und so weiter und so fort. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Jedenfalls sehr, sehr spannend. Am Dienstag ist es soweit und 4 Uhr morgens am Dienstag starten sie in den Early Access. Dazu muss man sich auf der Webseite anmelden, kann dann alles runterladen. Am Tag davor bereits ist der Pre-Download möglich. Aber damit noch nicht genug, und zwar die Nummer 3 im Bunde, die ebenfalls momentan in einer Alpha am Start ist, ist Delta Force. Delta Force ist ebenfalls tatsächlich unter der Schirmherrschaft von Tencent Games entstanden und ist sozusagen ein Extraction Loot Shooter, der ein bisschen mehr den Casual, den Arcadia Weg gehen möchte. Es erinnert so ein bisschen an eine Misch aus DMZ und Lost Light, wer Lost Light kennt.
vielleicht so ein bisschen im COD-Style gehalten, Battlefield-Mix, das Ganze mit einer Prise Escape from Tarkov und Arena Breakout, sind aber auch tatsächlich Elemente zu sehen von Spielen wie zum Beispiel Apex Legends und Co., also sehr, sehr schneller und kontinuierlicher Spielfluss, sehr direkte Steuerung. Das Spiel geht definitiv in die breite Masse, sie wollen jeden Spieler hier ansprechen, auch mal nach Feierabend mal eine Runde spielen zu können, ohne sich groß Sorgen zu machen, dass man nicht mehr mithalten kann, weil man den Progress nicht schafft und so weiter. Das Ganze kommt auf allen Plattformen, Handy, PC und so weiter, haben wir schon sehr, sehr oft darüber berichtet. Es kommt sogar auf Mobile, im Cross-Progress und in Crossplay. Also, sie wollen richtig groß aufziehen und Tatsache ist, dass jetzt letzte Woche Dienstag, vor einer Woche, das Spiel in die Close Alpha gegangen ist, also mit einem Schlüssel zu der Alpha kommt man in das Spiel rein. Sie lassen relativ viele Spieler rein, momentan zum Testen. Und alle sind überrascht, wie gut das Spiel geworden ist. Das ist wirklich eine Hausmarke. Man muss sagen, das Ganze ist ja momentan in der Alpha. Und für eine Alpha, einige sagen, das ist eher Werbegag mit der Alpha, weil im Grunde genommen ist es schon eine fertige Beta. Es ist schon Ende der Beta gefühlt. Es ist komplett smooth, gepolished. Es fühlt sich richtig hochwertig und gut an. Und ja, wir sind jetzt gespannt, wie die Spielerschaft dann, wenn der Release irgendwann kommen sollte, der ist übrigens 2024 geplant, mehr wissen wir noch nicht, wie die Spielerschaft es ganz annimmt, weil Delta Force was komplett Eigenständiges macht. Sie machen praktisch aus dem Extraction-Looter-Shooter-Genre ihr eigenes Ding und versuchen das an die Masse zu geben. Und das ist ja das, was uns schon so lange gefehlt hat. Ein Extraction-Loot-Shooter, der wirklich allen Spielern Zugriff ermöglicht. Das gibt es momentan nicht. Alleine wegen der Plattform. Viele sind nur auf dem PC beispielsweise. Oder aber wegen der Zugänglichkeit, dass es eben nicht Hardcore ist. Und Delta Force ist nicht Hardcore. Sie geben sehr, sehr viele Spielerhilfen. Der Tod tut weh. Man muss investieren. Man muss seine Ausrüstung kaufen. Aber gleichzeitig kann man auch gut Geld machen in der Runde. Gut extrahieren mit Geld. Und die Verluste wieder wegmachen. Man hat sehr, sehr viele Progressmöglichkeiten, Händler freizuschalten, Items freizuschalten. Es gibt ein Hideout-System, was man ausbauen kann. Man kann seinen Charakter verbessern, mehr Ausrüstung zu tragen, stärker zu sein, mehr Ausdauer zu haben. Man kann aber auch Ranked, also man kann Ranked-Spieler machen, kompetitiv spielen, versuchen in höhere Ligen aufzusteigen. Wir sind zu Zeitpunkt der Aufnahme hier momentan Platin 2 und ich nage momentan daran, Platin 1 und Diamant zu werden. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, es ist wirklich schwer und auch interessant gemacht, da man für bestimmte Ränge, auch auf bestimmte Gebiete, auf bestimmte Maps muss, in bestimmten Schwierigkeitsgraden. Es ist also nicht immer so, dass man repetitiv dasselbe macht, sondern macht sozusagen für diese Ranked-Modi immer was Neues, was anderes, hat neue Herausforderungen, was super spannend ist. Ach, schöner Kill. Und auch in den Runden ist es so, dass wir sehr viel kombinierte Möglichkeit haben. Also zum Beispiel eine Mission wird angenommen, dass ein Raketenturm gestartet wird, der wiederum zerschüttet und ein großes Tor. Durch dieses Tor müssen wir dann an einen Schließfach. In diesem Schließfach müssen wir wiederum kleinere Schließfläche öffnen, während wir von Gegnern angegriffen werden und das alles in der PvE-VP-Umgebung, während die normale Runde läuft. Es ist schon ziemlich cool gemacht. Es ist nie kurzweilig. Es ist immer was zu tun. Und irgendwie haben sie es geschafft, so einen Flow reinzubringen durch dieses Progressionssystem und durch das Gameplay, dass die Leute anscheinend begeistert sind. Ich höre tatsächlich noch von wenigen Leuten, dass es jetzt mein neues Main-Game ist. Das sind alle noch sehr, sehr vorsichtig. Wir sind ja auch noch in der Alpha und viele wollen abwarten, auch wie Arena Breakout wird und wie Tarkov der Vibe sich schlägt. Aber momentan muss ich sagen, wow, ein richtiger Brecher. Und momentaner Stand ist so, am Dienstag sind wieder zwei Drop-Sessions. Da werden nochmal 20.000 und 50.000 Keys rausgehauen für die Alpha. Und wir vermuten, dass da eine Inhaltserweiterung kommt. Es ist noch nicht sicher, aber eine dritte Map soll revealed werden. Und zwar werden wir dann im Extraction-Modus eine dritte Map kriegen und im Battlefield-Modus ebenfalls eine weitere Map kriegen. Das heißt, auch da könnte nochmal ein Hype zustande kommen. Und das würde bedeuten, dass wir drei Spiele haben, die im Hype sind. Der Tarkov Vibe, der Arena Release und Delta Force sowieso im Hype momentan in der Alpha. Und dann noch zusätzlich durch diese Map-Erweiterung, Inhaltserweiterung am Dienstag. Absoluter Wahnsinn. Also so eine Woche hatten wir definitiv noch nie. Das ist ein Ankündigungstrailer zu Exoborn, ein PvP-Extraction-Shooter. Da sind tatsächlich Mitarbeiter auch von Escape from Tarkov mit dabei und sie haben jetzt Folgendes angekündigt. Es ist der absolute Wahnsinn. Und zwar wollen sie am 14. August einen Gameplay raushauen, einen Gameplay-Trailer raushauen.
Das ist also sozusagen am Mittwoch kommende Woche. Und auch das ist irgendwie zeitgleich zu dem Tarkov Vibe und zu dem Arena Release. Also alles kommt gleichzeitig. Sie sagen hier in ihrem Tweet, das lange Warten hat ein Ende. Reborn, also die Spieler von Exoborn, the wait is almost over. Das heißt, möglicherweise kündigen sie jetzt auch ein Datum an, wann es möglicherweise in eine Alpha oder in eine Beta oder in Early Access geht. Wir haben noch gar nichts davon diesem Spiel gesehen. Einige Content Creator wurden mal eingeladen zu einem Playtest. Auch da haben wir nichts gehört. Natürlich haben die alle eine NDA, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben. Keine Informationen bisher hier. Und deswegen dieser 14. umso spannender zu sehen, was sehen wir an Gameplay, ganz konkretes Gameplay, wie sieht das Spiel aus, wie können wir uns das Ganze vorstellen und möglicherweise ein Datum, wie es denn weitergeht mit Exoborn. Also auch der Konkurrent im Extraction-Looter-Shooter-Genre kommt jetzt auf die Bühne. Und wir wollen die tollen Nachrichten abschließen mit einer traurigen Nachricht, und zwar Marathon. Traurige Nachricht möchte ich jetzt nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber tatsächlich hat sich was im Management verändert. Ziegler Leadership hier, also im Management sind neue Personen eingesetzt worden und die haben sozusagen das Grundprinzip von Marathon, dem Extraction Loot Shooter von Bungie, also AAA-Unternehmen, die ebenfalls mit einem Extraction Loot Shooter an den Start gehen wollten 2024. Haben sie sozusagen das Spielprinzip geändert, die Charakter, es soll sozusagen ein Hero-Style werden, anders wie bei Escape from Tarkov, wo man seinen Charakter ständig weiter verbessert und ausbildet, soll es eher wie in Apex Legends werden, dass man feste Charaktere nimmt, die nicht weiterentwickelbar sind. Was zu einem riesen Shitstorm erstmal geführt hat bei Marathon. Ein paar Monate später hieß es dann plötzlich, okay, wir verschieben auf 2025. Dann wiederum ein paar Monate später hieß es dann, oh, wir müssen jede Menge Leute kündigen. Bungie hatte eine riesen Kündigungswelle losgetreten. Und dann wieder ein paar Monate später sehen wir schon hier, trying my best to remain optimistic, really want a big hit for Bungie. Aber tatsächlich ist es so, dass Leute sich bereits Sorgen machen, dass selbst 2025 nicht mehr eingehalten werden kann. Ganz, ganz schlechte Nachrichten für einen riesen Extraction-Loot-Shooter. Leute machen sich große Sorgen, ob es daraus was wird. Ja, werden wir sehen. Hoffnungen sind natürlich immer noch da. Momentan ist es ja so, dass wir gesättigt sind sowieso mit Extraction-Loot-Shootern, aber trotzdem ein großartiger Titel im Sci-Fi-Universum für Extraction-Loot-Shooter. Ist ja was komplett eigenständig und Großes geworden. Aber noch ist das Thema nicht abgesagt. Und 2026, 2025 immer noch, ja, wir hoffen. So ein kleiner Rundumschlag über die Extraction Loot Shooter. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Sowas können wir gerne regelmäßig machen. Es ist ja doch jetzt mehr los auf dem Markt, was sehr, sehr, sehr toll ist. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, der eine profitiert von dem anderen und wird angespornt, bessere Arbeit zu leisten. Schlussendlich profitieren alle davon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es nächste Woche entwickelt. Dreifacher Extraction Loot Shooter Hype. Profitiert beispielsweise Escape from Tarkov von dem Ganzen? Kriegen sie noch mehr Spieler durch diese Werbung für das Genre? Oder verlieren sie Spieler, weil einige sagen, ja gut, ich habe jetzt kostenlose Alternativen, die mir vielleicht sogar mehr zusagen? Das bleibt alles sehr, sehr spannend und abzuwarten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.